Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Ohrenschmaus. Ja, ich habe noch mehr Hörspiele, die ich euch zeigen möchte. Das jetzt habe ich allerdings nicht in physischer Form vorliegen. Nein, habe ich nicht. Aber ich blende euch mal ein, wie das Cover aussieht. Hier, schaut euch das mal an. Das ist das Schloss des Todes aus den Chroniken der Verdammten. Sieht schon ziemlich cool aus, oder? Ja, das ist ein sehr cooles Hörspiel, muss ich sagen. Ist nicht mehr so ganz nagelneu, schon ein paar Jährchen alt. Aber das Schöne an diesem Hörspiel ist, der Anbieter hat es kostenlos zur Verfügung gestellt. Jawohl, ja. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier interessant findet, dann könnt ihr euch das selber runterladen, ganz legal. Ne? Link ist unten in der Videobeschreibung. Und könnt euch das dann anhören. So. Worum geht's in dem Schloss des Todes? Um ein Schloss und den Tod. Ja, natürlich. Der Titel sagt schon einiges aus. Chroniken der Verdammten. An sich ist das ganze Ding geplant als ein Sechsteiler. Es gibt zu diesem Sechsteiler auch offensichtlich schon eigentlich alles, was man brauchte. Also man hat schon sämtliche Sprachaufnahmen gemacht. Allerdings ist nur die erste Folge veröffentlicht worden. Warum das genau so ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Der Anbieter hat irgendwas erzählt von wegen, er hätte erstmal andere Hörspiele, die wichtiger sind. Im Veröffentlichungsplan sind halt erstmal andere Sachen. Und man wollte nicht einfach zu viel gleichzeitig rausbringen, als dass man da halt im Prinzip nur die erste Folge veröffentlicht hat und dann halt erstmal weiteres nicht. Ich bin wirklich nicht sicher, warum es nicht weitergegangen ist. An sich ist das aber auch nicht nötig. Also dieses Hörspiel funktioniert auch gut als Einzelfolge. Da muss man nicht unbedingt auch noch die weiteren Folgen zu hören. Es wäre zwar interessant zu hören gewesen, wie es weitergegangen wäre. Und das Ganze ist mit so tollem Produktionsvalue gemacht worden, dass man da auf jeden Fall Spaß dran gehabt hätte, das auch weiterzuhören. Denn alles stimmt. Die Musik stimmt, die Geräusche stimmen, das ganze Zusammenspiel und die Sprecher halt auch. Wo wir bei den Sprechern sind. Wer ist mit dabei? Manfred Lehmann ist mit dabei, den kennt ihr als Stimme von Bruce Willis. Engebert von Nordhausen ist mit dabei, den kennt ihr als Stimme von Samuel L. Jackson. Außer bei Pulp Fiction, da war es ein anderer. Thomas Danneberg kennt ihr, klar, Synchronsprecher von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ihr kennt Frank Glaubrecht, der den Al Pacino spricht, oder den Pierce Brosnan und in den frühen Folgen den John Sinclair von der 2000er-Reihe. Jawohl, ja. Und noch Daniela Hoffmann ist mit dabei, Julia Roberts, Ellie McBeal und noch diverse andere Sprecher. Mir ist unter anderem die Sprecherin aufgefallen, die Roseanne spricht, oder die Kathy Bates. Auch sehr, sehr cool. Insgesamt in diesem Cast sind über 70 Sprecher drin, wobei die nicht alle in der einen Folge vorkommen. Ja, worum geht's jetzt? Jetzt wirklich, worum geht's? Es geht um ein Schloss, in dem der Tod haust. Nein, schon wieder, blöder Witz. Die Handlung ist im Prinzip die eines Ordens. Und zwar ist das eine Gruppe von Leuten, die als Jäger unterwegs sind, um Untote und Vampire und das Böse zu vernichten. Jawohl. Und wir treffen die erstmals in einer Kutsche, wo sie zusammen mit einem der Ordensbrüder sitzen, der zukünftig als der Schreiberling für die Geschichten zuständig sein soll. Das heißt also, die haben einen Chronisten dabei. Das ist einer, der dann da sitzt und im Prinzip alles aufschreibt, was die so erleben, um halt den Kampf gegen die Dämonen und die Vampire zukünftig für neue Jäger einfacher zu machen. So, das ist erstmal die grundlegende Handlung. Ja, die sitzen alle zusammen in einer Kutsche, lernen sich erstmal kennen. Ne, das Team ist natürlich schon eingespielt, ne, aber den Chronisten kennen sie nicht, weil der ist neu dabei. Und dann sind die halt unterwegs zu diesem Schloss. Und da soll halt ein Vampir herhausen. Und Böses soll da unterwegs sein. Und deswegen sind die da auf dem Weg hin und wollen da alles vernichten und alles töten. Ja, viel mehr mag ich auch fast gar nicht erzählen. Ne, die kommen natürlich an bei diesem Schloss und da passieren fiese, fiese, finstere Dinge. Und ich sage euch eins, da geht's richtig zur Sache. Also das ist nicht so harmlos, wie man sich das vorstellen kann. Das ist durchaus ein Hörspiel, das eher für Erwachsene ist. Was ist das? Ist das ein Horrorhörspiel? Nicht wirklich. Es handelt sich dabei eher um ein Fantasy-Hörspiel. Die Macher dieses Hörspiels, Holysoft, die bringen auch noch eine andere Reihe raus, die ich jetzt allerdings nicht mal wirklich groß erwähnen will, weil ich die in einer der kommenden Folgen vorstellen möchte. Und auch da habt ihr die Möglichkeit, gut ranzukommen.
Aber jetzt erstmal das Schloss des Todes. Ich fand das Hörspiel grandios. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu hören. Allein die ganzen bekannten Sprecher wieder mal machen es zu einem absoluten Hörgenuss. Die gesamte Komposition ist toll und ich wünschte mir wirklich, dass man weitergemacht hätte. Ich weiß im Moment nicht, warum es nicht weitergeht. Ich hoffe, sie schaffen es irgendwann noch, die restlichen Folgen zu veröffentlichen. Allerdings gibt es jetzt momentan nur Folge 1, das Schloss des Todes. Weitere Folgen wären gewesen der Wunderheiler, die Stadt der Toten, der Schlund der Bestie, die letzte Bastion und der König der Verdammten. Sehr interessant. Klickt unten auf den Link, holt euch dieses Hörspiel, ne, rechtsklick und speichern unter, dann müsst ihr das auch auf eure Festplatte abspeichern oder ihr hört euch das halt im Browser an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wirklich wieder was Schönes. Was ganz Tolles, was einfach nur Spaß macht, sich anzuhören. Ihr werdet da auf jeden Fall viel Vergnügen dran haben. Und wie gesagt, man kann sich das anhören, ohne dass man die restlichen Folgen kennt, weil es halt einfach in sich zwar keine hundertprozentig abgeschlossene Geschichte ist, aber so abgeschlossen von der Grundstoryline, dass man das auch als Einzelfolge betrachten kann. Das funktioniert. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Alles an dieser ganzen Folge ist cool. Die Geräusche, die Sprecher, die Musik, es macht halt einfach Spaß, sich das anzuhören. Sehr, sehr hoher Production Value. Unbedingt reinhören, unbedingt Spaß haben. Ne? Das Schloss des Todes aus den Chroniken der Verdammten, Folge 1. Absolute Empfehlung. Ein Ohrenschmaus. Und damit bin ich raus. Tschüss.